Hallo und Servus, liebe Freunde! Willkommen zurück zu Wasteland 2, dem nächsten Teil dieses spannenden Rollenspiels. Ja, es ist gerade sehr sommerlich hier bei uns und wir haben mal geschmeidig an die 40 Grad draußen. Das heißt, Temperatur in der Wohnung ist quasi gegen unerträglich. So, aber das ist jetzt hier nicht so spannend. Wir schauen uns mal die schöne Grafik von Wasteland hier an. Sehr schön. So, Group. Und die fühlen sich langsam überladen. Okay, damit kann ich leben. Gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um, was wir hier so Spannendes so treiben können. Da steigen ja einige bald ab, beziehungsweise... Na, ich will also überlegen, ob wir doch hier vielleicht mal... Upsala. Upgrade-mäßig was machen, aber hier waren so wenig Punkte. Das war dann mehr das Problem. Nein, das lassen wir mal. Gucken wir uns doch mal hier um. Was ist denn das hier für ein netter Hof? Ach, da rennt schon irgendeiner mit einem Köter rum. Ach, da steht doch einer. Foreman. Gehen wir doch erstmal hier lang. Gucken mal, was hier so gibt. Oder auch nicht gibt. Sag mal. Wo zur Hölle geht denn dieser Weg hier hin? Irgendwas läuft doch hier als. Oh, ein Helicrash. This Black Hawk is down. Black Hawk down. So, was haben wir da Schönes? 556er. Was ist das denn? Railroad Spike. Medicine Pouch. Machen wir das mal. Yeah, baby. Und das machen wir da ein. Alles klar. Geht's denn hier hin? Da liegt doch eine Leiche, oder? Am I wrong? Bro, was mit dir passiert? Was hat er denn so dabei? 356er? 45er, ist ja voll uninteressant. Was ist denn das, ein kaputter Hammer? MVP. Weil und das hier mal dabei. Also jede Menge Crap. Das Ding können wir kaputt machen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo kommen wir denn hier hin? Oder müssen wir vielleicht erst... Komm, wir machen erstmal hier vorne die Bude platt. Ich hab den Eindruck, wir müssen die mal eben zersensen. Hier gibt's aber scheinbar nix, du. Komisch geknickten Bus gibt's. Hallo, das ist der Strommast. Hm, hier gibt's Mais. Ah, da hauen wir uns doch mal einen rein, ne? Können wir hier auch reingehen? Ist hier was zum kaputt machen oder so? Hey, was bist denn du für einer? Field Hand. Digga, mach keinen Stress. Können wir hier reinlaufen? Ah ja, okay. Hier gibt's auch nichts, was wir hier machen können, oder? What the fuck? So kann ich denn hier hinlaufen? Gut, es muss ja auch nicht immer so sein, dass da was gibt. Schicke Hundehütte übrigens. So, wir haben auf jeden Fall ein Pfützchen. Da könnte man mal ein bisschen Trinkwasser auffüllen. Aber wir haben auch diese äußerst... Ja, hier sieht man jetzt zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel. Das hatte ich am Anfang mal aufgeführt. Was das grafisch betrifft, ist ja die Unity Engine. Die gibt ja viel her, wie man an aktuellen Titeln sieht. Und das Schöne von einem Top-View-Game ist natürlich, das sieht, wenn ich jetzt so hier gucke und denke so, boah, das sieht schon sehr fett aus, alles grafikstimmig, alles geil. Hätten die das als Ego-Shooter gemacht, würde das ja so aussehen und somit vollkommen grottig. Ja, guckt euch das mal an. Aber das ist das Schöne, wenn man ein bisschen weiter von weiter weg guckt, dann ist es eben, ja, verzeiht das viele, viele Kleinigkeiten. Aber wenn ich mir den Stein zum Beispiel angucke, der sieht wieder schön aus, ne? Wobei ich gesehen habe, dass die auch die Entwickler einiges so teilt aus dem Unity Store gekauft haben. Der hat doch eine Knarre und der hat keine Knarre. Was? A round faced old fellow.
I'm Gym Owner. Wer denn überhaupt? Der steht hier irgendwo rum, oder was? Feel free to look around. Happy Valley. Ja, ist klar. Ain't exactly happy yet. Field Hands. Who are the Field Hands? Nee, ja doch. RSM. Das ist der neue GSM-Standard. So. Ach, der alte war das. Okay. Was mit ihm hier? Der steht ein bisschen tief im Bild, oder? Ask Farmer Jim. Also, Farmer Jim hat hier erstmal die Hosen an. Dann rippen wir den erstmal ab, den Farmer Jim. Ach, das Gläsche. Scheint sie nicht zu interessieren, dass wir sie beklauen. Job. Oh, der ist ein bisschen aggro, oder? Oh, jetzt hat er die Waffe runtergenommen. This is my farm. The fucking red scorpions. Was Security Taxes, Car License Fees, Weed Allergy Fund. Okay. Regretting! Oh Mann, warum muss ich das immer alles lesen? Dann fahren wir nochmal zu Farmer Jim. What do you remember about the Rangers? Ja, auch spannend. Ah, upsala. It's a Günchen, it's a Günchen. Was? What do you want Danford's dead? Ja, laber, laber und gedöns, sag ich dann nur. Oh. Wir haben quasi einen neuen Auftrag. Dann leihen wir mal die Dinger hier durch. So, 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 bam. Ich bin ja nicht so. Logbook. Guck mal doch mal rein. Hey, welches ist es denn hier? Kill Commander Danford and free Happy Valley. Ja, dann machen wir das doch mal. Bin ich hier eigentlich wieder scheiße von irgendwelchen Viechern? Nee, ne? So, Commander, komm mal aus dem Gemüsegarten raus hier. Die Eisen alle formeln, ist ja super. Scheiß Inzucht. Moment mal, hat ja nicht was gerade grün geleuchtet? Ach, guck an. Da kann man da hinten irgendwo hinlaufen. Wollen wir mal machen, oder was? Dann nehmen wir doch mal die Rambo-Schnecke hier. Die kloppt erstmal die Bude ein. Ja, so. Das war jetzt nicht so laut. Ich fand, das war sehr zaghaft von der Dame. Gucken wir mal, dass wir in irgendwelche Minen wieder treten, ne? Oh, shit! Im wahrsten Sinne. Wir können Schweinescheiße sammeln. Isn't that amazing? Was haben wir hier? Shotgun Shells. Ich weiß ja, wo die hingehören. So, erste Hilfe, whatever und Laser. Gedöns. Können wir den hier noch so finden? Das können wir wieder kaputt machen, das Ding. Bing, bing, ist wie so ein Sonar hier. Meine Fresse, wo geht's denn noch lang? Ja, irgendwelche Freaks. Motherfucking Freaks. Ach, guck mal, hier kann die Rambo-Schnecke wieder eine Tür einschlagen. Hallo? Do it! Bam! Achso, hier können wir auch auf so ein Feld uns durchkloppen. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Du, sie kann alles, die macht einfach alles kaputt. So, fertig aus. Eingedrehte. Ja, und was gibt's jetzt hier bitte? Das kommt mir doch nicht so, ey. Ah, hab ich gar nicht gesehen, siehst du? What the hell? Naja, gut.
Schmeiß rein den Scheiß. Ach nee, da soll es nicht hin, sondern da. Gut, dass wir mal hier drin waren. Oh, Schnarsch. Was haben wir noch so Spannendes? Oh, da ist noch eine Kiste. Wie kommen wir denn da ran? Hier rum oder was? Hä? Ach, hier rum. Das hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten, tatsächlich. Was haben wir denn da? Ein paar Bullets. Und natürlich Scrap. Die gute alte Währung. Kohle. Zaster Moneten. Moneten kneten. Er ist nicht Foreman, das ist Kötermann. Oh, hier ist einer überladen. Schnecke, was am Start? Oh, tatsächlich. Was machen wir denn mit ihr? Wer ist denn das? Pilz. Die gute alte Pilz. So. Besser? Watch your step, we're working here. Besonders du, Flacheisen, ey. Scheinst ja hier zu arbeiten. Was ist das? Was hat denn da geblinkt? What the hell machen wir denn eigentlich jetzt hier? Schweinekot holen. Das ist mal das Erste, was wir machen. Let's get the shit! Let's get the shit! Ich wollte schon immer Schweinekacke. Was? Squee, squee, squee? Fuckers, what? What? Ey, rastet halt mal aus! Moment. Wo sind die eigentlich alle? Ja, stehen sie überall rum, die Kröten. Wer ist denn das überhaupt? Wen spiel ich denn hier überhaupt? Sie möchte doch mal eben hier vorgehen und möchte mal einen Ambush vorbereiten. Wen spielt denn jetzt? Oh, yes, baby. Ich würde sagen, hier hin und einen Ambush vorbereiten. Ja, Lost Control war klar. Schneiber-Reifel. 20%, 30%. Sonst haben wir hier ja gar nichts, oder? Ne. Ja, dann... Ich weiß nicht, schieße ich 30%? Ach, komm. Oh, das Hundi kommt. Bam. Wer ist das denn? Der sieht so groß aus. Master of Disaster würde ich mal schätzen, ne? 96%. Ja, dann gib ihm mal ein Headbutt. Ja, sag ich doch. Ja, und ansonsten kannst du einfach mal nichts tun. Das war wieder klar. Ich habe nur drauf gewartet. Vor allem scheiße, dass man die Granate nicht weiterverfolgt. Die Einschlagstelle. Ey, du läufst voll über das Gemüsegebiet, du Honk. Alter, wo kommen die denn noch alle? Aus dem Nachbarort oder was? Oh. So, Farmers dreifach. Ja, da würde ich sagen, adios amigo. Not enough action points. Ambush 7. Uiuiui. Okay, dann ist der mal raus aus der Nummer. Dann haben wir die Revolver Pussy. Ah, die kann nicht so weit schießen. Die kann überhaupt nirgendwo schießen. Dann lädt die sowieso erstmal nach, sehe ich gerade. Und dann ambusht die einfach. So, Phaser Laser Blaster Master. Der hat 44 von 70. Dann kriegt der erstmal eine von Brezel. Ja, da guckst du, wie du guckst. Und gleich mal noch eine. So, Rambo Else. Boah, da hat man das Ding kaputt geschossen. Ja, Mann. Die Mom. Die macht sie alle platt. So, dann haben wir hier noch Rambo McEnergy. Der trifft alles zu 30% heute. Zum halben Preis, oder was? Der hat noch einen Schuss. Dann den da. Always some killing to do around the farm. Achso, die eine muss jetzt nachladen. Ja, Mann. Alter, was macht der denn da? Ah, Weapon Jam, ich lache raus. Der hat mal einmal die Menge gehalten. Ist ja Porno-Kanal. Einfach mal ausgerastet.
Geil. Einfach mal ausgetickt, die Mutter. So, wen haben wir hier? 96%, dann gib ihm eine. Adios, amigo. Ja, dann nächster bitte. Da ganz hinten. Ist das der Handgranatenwerfer? Oh, der ist es. Oh, die Mom. Heilige Scheiße, was ein Getobe hier. Wen habe ich denn hier so am Start? Die trifft den natürlich nicht, ne? Nee. Dann geht sie doch mal hier vor. Kann die jetzt noch schießen? Trifft sie jetzt? 0%! Das lohnt sich ja richtig. Embash kann sie auch nicht mehr. Na dann, lass halt mal gut sein. Dann haben wir hier die Laser-Else. Die kann auch nicht bis dahin schießen, ne? Die geht aber jetzt mal hier ganz rüber und hält die Sache im Auge. Ja, du bist jetzt richtig gut drauf. Aber du, was ich versorgst du dich mal selber. Ja, komm, bevor du noch so eine Handgranate schmeißt. Bling, mit Herzchen. She's in love. She's sowas von in love. Oh, nachladen würde ich eher mal sagen. Ach komm, das war's schon wieder. Da. Let's get it. Candy ass! Kann die bis dahinter schießen? Nope. Aber ich behaupte jetzt mal, die rastet erstmal aus bis hierhin. Jogt die erstmal hier rüber und versteckt sie in einem Pfosten. So, dann machen wir hier. Du gehst jetzt hier rüber. Das kannst ja laufen und schießt. Ja, das war natürlich der Burner. 94%. Oh, oh. Trifft. Ey, was die trifft, die Alte mit ihrem Laserding? Die trifft alles. Hat die überhaupt schon mal daneben geschossen? So krass, die Alte. Oh yeah, Rambo! Wie viel Prozent treffen wir den denn? Null. Das ist doch ein Traum, oder? Ach ne, einfach schon kann sie nicht mehr. Genau, die geht einfach hier hin. Komm, kuscheln, ich bin Xiaomi. So, wie viel Prozent haben wir denn hier? Null, weil wir einfach the wrong angle haben. Geh ich doch mal hier rüber. Fix. Und einmal schon kann der eh nicht, okay. Er kann auch nicht treffen wahrscheinlich, so. 36%. Ach, dann probieren wir das mal. Okay. Dann lade ich mal lieber nach. Fuck. Fuck you, Grandma. Boah, ausgerastet wieder. Die alles geil. Lucky XP. Komm schon mal vorbei. Wie 0%. Ja, leck mich doch mal, ey. Okay. Schneiber. Jetzt bin ich da rüber gekrabbelt. Und jetzt steht hier hinten noch irgendwie. Jim Auwärter. What the fuck? Wer bist du eigentlich? Ja, geht der links rum? Geht der rechts rum? Was macht er denn da hinten? Der kann doch so auch nichts treffen. Ich noch mal hier hin. Strategisch neu formieren. So, die Rambo Grandma. Ich glaube. Ach, die kann hier gar nicht hingehen. Wie konnte denn der da hingehen, wenn ich da nicht hin kann? Hm? Kinder? Ach, die macht einen Ambush. Scheiß da drauf. Der kann ja dann gar nicht hier rum. Der muss ja dann hier rumlaufen. Dann wäre ich doch mal für eine glatte Neuverteilung und den nach hier zu stellen. Wer ist das eigentlich? Ach, sie. Sie! Das ist ja die sie, die, ne? Rambo. Geht mal hier hin. Oh, strategisch super. So mache ich das. Irgendeiner fehlt da noch, genau. Ah, dann geh halt hier hin, ist mir auch Schnuppe. Ist mir Schnuppe! Oh, ich sehe natürlich den im Schussfeld. Ja. Geh hier hin. Kannst du embaschen noch? Ne. Oh, doch. Oh, crazy, crazy in love. Embasch. Embasch. Oh, please! Oh, 100% Trefferchance. Rambo-Schnecke. Das wird ja ein Spaß.
Da schalte ich mal einen Feuermodus um. Und tschüss. Pick! Ich habe für die Picks Erfahrung bekommen. Wie geil ist das denn? Für den einen Formen 150? Warum eigentlich nur zwei Picks? Das war ja... Also, das ist nicht in Ordnung, wa? So, dann gucken wir uns die Gedödel hier mal an. Oh ja, super. Geh mal hier runter. Was hat er denn? Der Big Boss dabei, der Big Bang. Die Knarre. What? Brennen hat er dabei. Jetzt brennt mir aber der Kittel. Wer nimmt denn das jetzt? Die Rambo-Else, oder? Ah, war mir klar, dass die dann wieder überladen ist. Scheiß kaputten Hammer. Was soll das, das denn? Junk Part! 38er. Ein bescheuerter Ring. Large Ring. Large Ring. Mhm. Also, naja. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was soll das sein? Ja? Mein Ring, okay, ist ein Fingerring, ist klar. Was ist denn dann der... Nee, denkt lieber nicht drüber nach, was das ist. Wir wollen dann nicht drüber nachdenken, was das ist. Was das für ein Ring sein könnte, liebe Herren. Ne? Hm. Was haben wir denn hier? Kaliber 38, ich glaube, das braucht der auch. Fluppe. Schrepp, how many? Habe ich noch irgendwas? Nee. Ich wollte ja eigentlich Scheiße sammeln. Das war ja das ursprüngliche Anliegen. Howdy! Howdy, get some shit! Over here! Wie das Ding wiegt ein Kilo? Willst du mich ein Kilo Scheiße? Ihr verarscht mich doch. Krasser Scheiß. Ja, genau. Ich tue das für die Wissenschaft. Ja, es hat 4 Kilo Scheiße dabei. Ach, herrlich. Achso, die können übrigens upgraden, sehe ich gerade. Call! Copy, Echo One. Copy, Echo One. Echo One, your team's recent progress merits congratulations. Yeah, motherfucker. So. Was haben wir denn hier? Jetzt checken wir das mal. Hat er eigentlich jetzt wieder was gekriegt? Wow, 6 Skills! Wiggity Wham! Dann mache ich doch erstmal Schnippelriffels, oder? Mache ich Toaster Repair. Was natürlich absolut äquivalent ist. Nein, wir machen natürlich Schnippelriffels. Weil, ne? Besser ist es. Handguns, Field Medic, Mechanical Repair. Mechanical Repair. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Geschichte. Hex Baby. Computer Science. Perception. Was will man da rein eigentlich besser machen? Keine Ahnung. Lassen wir mal. Er hat 2 Pünktchen. Er kann Brute Force machen. Was hat die Mutter hier? Oh, Shotguns verbessern. Ich glaube, das ist keine so schlechte Sache. Oder machen wir Demolitions. Cost 2. Cost 4. Rambo, komm, steig auf. Angela, da fehlt nur ein A. Angela Death. Blunt Weapons. Nein, machen wir nicht. Okay, ja, dann war das doch schön, dass wir darüber auch mal gesprochen haben. Kill Commander Danforth and Prison ist das. Na gut, jetzt haben wir hier Blutgelache ohne Ende. Hab ich noch nichts vergessen aufzusammeln? Nee. Was machen wir denn jetzt? Wo gehen wir denn jetzt hier hin? Da haben wir alles zertrümmert, da haben wir alles zertrümmert. Hier gibt's nichts mehr. Level Ende. Ist alles Level Ende hier, da oben. Ach nee, hier wollten wir hoch, genau. Das war's. Und hier gibt's ja gar nichts, oder? Kann man auch in keine Bude rein. Ich meine, hier ist zwar eine Tür, aber das war's auch. Hier guckt so ein Traktor raus. Hm. Der Typi ist auch weg, offensichtlich. Oder die werden gerade nicht eingeblendet. Das kann auch sein. Wo habe ich die jetzt hingeklickt? Achso. Ne, hier kann man nichts machen. Hm. Oh, das war jetzt nicht so bombenspannend. Der steht bestimmt noch hier, oder? Ja. Aber den haben wir ja nicht gekillt. Das war ja nicht der Richtige, ne? Das ist ja hier total idyllisch, hier das Inselchen. Das Inselchen. Das Inselchen. Bauen wir erstmal ein Boot.
Boah, lauf, Gevatter. Kann das wahr sein? Dann wollen wir mal gucken, wo es hier oben so lang geht, wenn wir dem Highway hier folgen. Der eher aussieht, als wäre er verrostet. Warum ist das so rotbraun? Komisch, komisch, komisch. Hä? Wieso ist denn hier offen? One more step, Ranger! Wer redet denn hier? Ah. Oh, Intercom. I have been waiting all my life to see you, blah, blah, blah. In the red mist. Who is I? Commander Danforth at your service. Get the fuck. Goodbye. Also an dieser Stelle, apropos goodbye, machen wir einfach mal einen Save Point. Nicht wahr? Und sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Wasteland 2.